von, weiß nicht, ob Mann oder Frau Schau. Es geht um gemeinsam ins Alter und um das Stichwort Bahnhof Harleshausen und Buslinie 4. 24. Ich stehe 4. Peter Schau, Vorsitzender der Genossenschaft Gemeinsames Alter und mit dem Verein Gemeinsames Alter. Wir haben in der Pistelbreite oben in der Nähe der Bahnhofshausen ein Wohnprojekt fast fertig. Wir werden im Juli einziehen, in das 15 Senioren einziehen werden, barrierefrei. Im Zusammenhang mit diesem Haus haben wir wiederholt bei der Stadt und bei der KVG angeregt, dass die vorgesehene Streichung der Linie 24 in dem Bereich zwischen der Karlshafener Straße über die Brasenweg bis zur Bahnhofshöhe als eine durchgehende Linie, dass das aufgehoben werden soll aus zwei Gründen. A, die Menschen, die dort in diesem Bereich leben, können nicht mehr direkt, wenn die 24 gestrichen wird, direkt zwischen der Karlshafener Straße und dem Brasenweg einen Bus besteigen, der am Bahnhofshöhe und weiter zum Westfriedhof fährt. Viele ältere Menschen haben auf dem Westfriedhof ihre Gräber und wissen nicht, wie sie dorthin kommen sollen, wenn sie sich nicht von jemandem mit einem Auto fahren lassen. Das Zweite, der Bahnhof Harleshausen ist eine unmögliche Zumutung für alle möglichen Menschen, die dort ein- und aussteigen. Der Unterschied zwischen der Bahnsteigkante und den ein- und ausfahrenden Regiotramzügen beträgt mehr als 30 cm. Die müssen die überwinden. Mit dem Fahrrad kommen die aus der Regiotram überhaupt nicht raus und schon gar nicht dann die Treppe. Die hat zwar eine Rampe für Kinderwagen kaum zu befahren. Und insofern frage ich mich und fragen wir uns, der Bahnhof Harleshausen wird zurzeit irgendwie saniert. Die Brücke bekommt ein neues Brückenlager. Inwieweit ist es nicht möglich gewesen, in diesen Bauarbeiten, die ja sicher noch eine Zeit lang sich hinziehen, den Bahnhof so zu erschließen, dass zumindest ein Aufzug, der irgendwann mal kommen muss, dort eingebaut werden kann? Und zum anderen, wie sieht das aus mit der Zumutbarkeit der Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten auf dem Bahnhof? Das sind unsere zwei Fragen von gemeinsames Alter. Die 15 Menschen, die bei uns wohnen, werden sicherlich darauf verzichten, bei der KVG weiter ihre Seniorenkarten zu bezahlen, wenn sie dann auf Anruf Sammeltaxi oder auf Taxi ausweichen müssen, weil sie nicht mehr dorthin kommen, wo sie hinkommen wollen. Frau Gisela-Rüschka, da geht es hinter den drei Brücken nach Bahnhof Wilhelmshöhe und Wehlheiden, die Linie 24 und 27. Das war ja eben schon so halbwegs von dem Herrn vor mir angesprochen, nur das ist dann, wir sind im Moment sehr gut an der KVG angebunden. Aber wenn das jetzt 24 wegfällt, hat man keine Möglichkeit mehr, mehr rüber zum Bahnhof Wilhelmshöhe, man muss durch die Stadt oder muss über Rundwitmold. Und also mich wäre das eine Probe. Bei uns wohnen sehr viele Rentner, die die Linie nutzen, und sehr viele Schulkinder, die dann auch in die Friedrichs-Schule fahren. Also ich meine, jetzt sind die Schmeckenabschnitte bis zum Bahnhof, das andere interessiert mich weniger. Obwohl das auch natürlich nicht so gut ist, aber. Und dann ist die zweite Frage. Sie reden da mit diesem Ast, Sammeltaxi. Ist das jetzt Kosten, also wenn man so eine Monatskarte hat, im Preis enthalten oder muss man das nochmal extra zahlen? Vielen Dank. Das nehmen wir auch auf. Es gibt noch drei weitere Fragen zur Linie 24 von Herrn Beckmann-Jürgen, von Frau Marta Hurtado und von Frau Johanna Kahapka. Gucken wir mal, ob die eventuell jetzt mit der Beantwortungsrunde beantwortet sind. Wenn nicht, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen natürlich noch zu stellen. Allerdings sind wir schon etwas fortgeschritten in der Zeit. Wir haben schon 20.45 Uhr. Und ich denke, im Höchstfall können wir bis 21.30 Uhr verlängern. Das wäre aber dann schon schwierig machbar mit dem, was wir ansonsten organisiert haben. Also, wer beantwortet die Frage? Herr Dr. Ebert. Dann nehmen wir Herrn Maischke vom VCD an. Da, Herr Maischke, Sie wissen, dass wir uns mit allen Ihren Vorschlägen sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ich bin für den Dialog auch sehr dankbar. Wir haben auch alle Ihre Hinweise Antwort bekommen, wir haben auch Sachen aufgenommen, dass dann irgendwann mal sozusagen immer wieder die gleichen Fragen wiederholt und nicht unbedingt nochmal wieder neue Antworten wird, ist, glaube ich, in so einem Prozess normal. Also,
intensiv, wie wir uns mit dem VCD auseinandergesetzt haben, gesprochen haben, das ist, glaube ich, schon auch ein ganz gutes Zeichen gewesen. Also im letzten Dreivierteljahr ist nichts angekommen. Ja, wenn keine neuen Fragen mehr kommen, muss ich ja bestimmte Antworten auch nicht immer wiederholen. Ja, vielleicht zum Thema Askan, das ist die konkrete Frage. Es gibt keinen zusätzlichen Aufschlag. Die normale Fahrkarte können Sie auch auf Jahreskarte, Einzelkarte für den Ask nutzen. Das vielleicht eine Frage. Ansonsten, Bahnhofshausen, da können wir die Hinweise, die verstehen wir sehr gut, da können wir aber nichts machen. Das ist Zuständigkeit von DB. Vielleicht kann der Informator noch ein bisschen darauf hinwirken, aber das ist kein Haltepunkt, der von uns betreut wird, den wir auch nicht unbedingt direkt beeinflussen können. Die Bahn sagt, dann die Stadt von der KVB. Der Herr Stadtbaurat würde die Frage noch beantworten. Die Baumaßnahme, die im Moment stattfindet, ist die Instandsetzung der Brücke. Und diese Brücke gehört tatsächlich der Stadt und deshalb kümmern Sie sich um die Instandsetzung der Brücke. Der Bahnhof selbst ist eine Bahnanlage und ein möglicher Aufzug an der Stelle auch. Wir sind seit einigen Jahren in Verhandlungen mit der Bahn, dass sie unter Umständen auch mit kommunalem Anteil diesen Bahnhof barrierefrei umbaut. Er ist aber keine kommunale Baustelle, weil die Regiotram ja in der Stadt als Straßenbahn wahrgenommen wird. Das ist auch richtig, aber sie bewegt sich außerhalb, also nach dem Hauptbahnhof, auf Bahngelände und diese Strecke ist definitiv Bahngelände, auch der Haltepunkt am Jungfernkopf wurde nicht von uns gebaut, sondern von der Deutschen Bahn. Und wir sind in Verhandlungen, aber das ist sehr träge. Das muss ich sagen, ich bin über den Zustand unglücklich, aber wir können im Moment unsere Maßnahmen nicht erweitern, weil das muss die Bahn machen. Vielen Dank, Herr Stadtbaumart. Jetzt wiederhole ich nochmal die Frage an Herrn Jürgen Beckmann. Ist Ihre Frage beantwortet? Dann rufen Sie ein Ja oder ein Nein in den Saal, bitte. Nicht mehr da? Gut, dann hat sich die Frage erledigt. Frau Marta Hurtado? Auch nicht mehr da. Frau Johanna Kaharka? Ist erledigt. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit den Panel. Ich will kurz was dazu sagen. Ja, das war noch der Herr Müller. Ja, es deckt sich auch mit der Frage im Prinzip von dem Herrn bezüglich der Seniorenwohnanlage, die sich im Bau befindet. Tatsächlich ist es so, dass Sie mit dem Liniennetzentwurf, den Sie im Bereich Halleshausen finden, mit der Buslinie 10 und aber auch der Buslinie 11, die quasi von der Dörnbergstraße über Bahnhof Wilhelmshöhe bis zum Jesfeld nicht mehr alle Relationen, die wir heute mit der 24 Jahre umstiegsfrei wahrnehmen können. Sie haben allerdings auf der neuen Buslinie 10 einen 10-Minuten-Takt, auf der Buslinie 11 einen 15-Minuten-Takt, sodass aus unserem Planungszuschnitt ein guter Übergang an der Anatalstraße vorgesehen ist und tatsächlich dort diese Relation der Umstieg vergeben. Wie ist dann der Übergang über die Straße an der Anatalstraße? Da kommt man im Augenblick nicht drüber. Der Übergang über die Straße war die Frage. Aktuelle Situation ist, dass wir dort auch in den verschiedenen Gegenrichtungen von der einen zur anderen Straßenseite Anschlussrelationen haben. Diese werden entweder über den Fußgängerüberweg wahrgenommen. Riesen Umweg für Rollstuhlfahrer und für Verlagerungen und Höhen. Nicht ideal, ich gebe Ihnen recht, aber durchaus von unserem Verkehrszuschnitt und von den Übergangszeiten wäre es in den neuen Netzzuschnitt. Vielen Dank, dann machen wir weiter mit der Frage zur Linie 8 von Frau Susanne Hohlbein. Ja, das mit der Linie 8 war fehl aufgeschrieben. Ich hätte drei Punkte. Und zwar einmal habe ich vorhin von dem VCD einen Flyer in die Hand bekommen. Und da steht drin, und bei der Achse oder Linienführung in der Frankfurter Straße, dass eben behauptet wird durch die neue Führung mit Beiwagen, dass das Platzangebot erhöht wird. Aber dadurch, dass die Linie 5E wegfällt, insgesamt das Platzangebot um 16% reduziert wird, da würde ich jetzt einfach gerne mal eine Rückmeldung zu haben, weil gerade in der Frankfurter Straße ist man in der Linie wie in der Sardinenbüchse immer wieder. Das ist sehr unangenehm, da zu fahren.
Der zweite Punkt geht um die Kosten. Es wird immer gesagt, billigere Tickets können wir uns nicht leisten, aber dass jedes Jahr die Tickets um 10 Cent steigern und entsprechend eben die anderen Tickets anders, das ist einfach der Hammer. Und ich kenne viele Leute, die, würde ich sagen, die haben eigentlich ein gutes Einkommen und selbst die sagen, ey, weißt du, was ein Ticket kostet? Da muss ich ja das und das zahlen. Ja? Also nicht nur die, die weniger Geld haben, finden die Tickets teuer. Und ich kenne einige, die sich bei der Uni einschreiben, nur wegen dem Studententicket. Und da frage ich mich einfach, warum kann man nicht solch ein System, dass eben eine Solidargemeinschaft ein Ticket löst und eben alle ein anderes Angebot haben. Also wenn ich jetzt irgendwie auf dieses Freizeitticket hole für Nordhessen, dann kann ich erst ab 7 Uhr damit fahren, aber dann komme ich vielleicht auch gar nicht mehr so dahin, wo ich hin will. Die dritte Frage, die ich habe, da geht es um die AST. Da würde mich mal interessieren, was ist eigentlich der längste Vorlauf, wo man sich ein AST buchen muss? Und wie ist das mit den Rollis, wenn die mit einem AST fahren müssen? Vielen Dank. Dann habe ich noch in diesem Fragenkomplex Frau Barbara Snow. Es geht zur Linie 8 nach 20 Uhr. Nach 20 Uhr fährt die 8 nur alle halbe Stunde. Ich lebe in Kirch-Dittmund und wenn ich abends weggehe, dann passiert mir das oft, dass ich mit der 4 und der 8 nach zum Bebenplatz komme oder zur Friedenskirche. Und dann steht da ist auf dem Schild nächste 8 in 29 Minuten oder in 24 Minuten oder sowas. Und ich bin schon x-mal gelaufen die Strecke, weil so lange möchte ich nicht warten. Und es ist aber abends und vielleicht zwischen 10 und 11 ist mir das eigentlich zu spät. Ich würde gerne haben, dass die 8 bis 10 Uhr mindestens alle Viertelstunde fährt. Ich weiß, dass das Problem ist, dass es nicht so viele Fahrgäste gibt auf der 8 gerade in Richtung Kerzenschanze. Aber vielleicht kann man das irgendwie anders lösen. Jedenfalls habe ich keine Lust mehr, so viel zu laufen. Die nächste Frage stellt, wenn er noch da ist, Herr Fabian Salzmann zum Nachtverkehr. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Salzmann, ich bin Studierender an der Universität Kassel. Und ich finde es eigentlich schade, dass im zweiten Entwurf der Nachtverkehr im Prinzip komplett rausgefallen ist. Ich werde es mal ausdrücken. Zum Beispiel die Stadt Baunatal hat einen besseren Nachtverkehr als die Südstadt Halleshausen und Wolfratswerden, denn da fährt man um 3.30 Uhr und 4.45 Uhr ein Bus hin. Deswegen geht die Frage hauptsächlich als eigentlich keine Frage, sondern eher eine Bitte an Sie, Herr Geselle, als Kämmerer der Stadt Kassel, doch etwas Geld für den Nachtverkehr locker zu machen. Es wären 5 Kurse, damit könnte man die Linie 5, die Linie 4 und die N19 durchgehend fahren und dann hätte man in Kassel ein super Nachtangebot. Zum Beispiel in Dresden ist es so, da fahren extrem viele Linien, alle 70 Minuten durch die Nacht, Wochentag, die Wochenendes. Ja, das war's. Dankeschön. Wer möchte beginnen mit der Beantwortung? Die KVG, Herr Dr. Ebert, bitte. Also, es gab jetzt verschiedene Fragen zu Tarifmodellen, Berliner Modell, Solidarmodelle. Das ist eigentlich kein Thema der Bildungsreform, sondern separat. Ich würde ja einfach anbieten, wer da nur mit mir oder uns diskutieren möchte, kann das im Anschluss so tun. Seid ein bisschen weg. Zu den Zusatzangeboten, Viertelstundentag verlängern, Nachtverkehr. Ja, viele Dinge, die denkbar sind und die man machen kann. Es gibt auch viele Spezialwünsche, die jeder so gerne mit sich hätte. Der eine möchte gerne abends mit der 8 und Viertelstundentag reinkommen, der andere reinkommen. Das sind Fragen, die immer mal wieder noch angefragt werden. Dann haben wir noch ein paar, dann haben wir eine Spezialfrage zum Thema Anrufsammeltaxi. Ja, bei Anrufsammeltaxi. Es ging um die Vorlaufzeit, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Was ist der längste Vorlauf, den Sie haben in den aktuellen Netzentwurf oder den aktuellen Netz, was wir haben? Ich muss mal zu den Kollegen schielen. Ich glaube, wir haben ein Taxi, wo man 30 Minuten Vorlauf hat.
Wenn man sich aber vor Augen führt, dass man zu den Zeiten, wo man den Anrufsammeltaxiverkehr meistens zum Einsatz bringt, zumindest ich keine spontanen Fahrten am Abend vorhabe, sondern meistens eine gewisse Unternehmung schon plane, halten wir das aktuell für erträglich. Im künftigen Netzentwurf soll es konsequent bei 15 Minuten sein. Und für diejenigen unter Ihnen, die möglicherweise des Nachts unterwegs sind, wir haben ein Früh- und ein Spät-Nacht-Taxi-Angebot aktuell schon, allerdings relativ kryptisch von der fahrplanseitigen Aufbereitung. Wer das nutzt, der weiß, dass man das bis 22 Uhr des Vorabends bestellen muss, weil auch des Nachts nicht so viele Taxen tatsächlich im Einsatz sind. Das zu dem Thema, künftig halt 15 Minuten und auch nicht nur telefonisch abrufbar, sondern über verschiedenste internetbasierte Plattformen oder dergleichen. Es gab noch eine Frage bezüglich der Frankfurter Straße und dem für mich ziemlich neuen Flyer von einem VTD, der heute verteilt wurde, bezüglich der Angebotsausgestaltung und der Kapazitäten auf der Frankfurter Straße. Eines der Themen, die wir relativ intensiv auch mit dem VTD diskutiert haben, wir haben tatsächlich heute so, dass wir, wenn wir auf die Straßenbahnen uns fokussieren, haben wir zwei Straßenbahnlinien und dann gibt es im Winterhalbjahr, also quasi von den Herbstferien bis zu den Osterferien, noch die Linie 5E. Das ist eine Verstärkerlinie, die, das ist das Problem auch ein bisschen der Linie, nur in einem eingeschränkten Zeitbereich fährt und diese Fahrten werden nicht so wahrgenommen wie die fahrplanmäßigen Fahrten der Stammlinie. Das heißt, die Linie 5E, wenn man mit da unterwegs ist, wird wissen, dass sie von der Auslastung deutlich geringer nachgefragt sind als unsere Stammlinien und von daher darf man die reine Kapazität bei der Angebotsverlagerung eigentlich nicht ins Kalkül zählen. Wir wollen die Stammkapazitäten, das heißt durch den Beiwagenzug erhöhen und werden wahrscheinlich auch künftig nicht daran vorbeikommen in der Hauptverkehrszeit, also da werden die Schüler und die Berufstätigen ihre Wege zur Schule, zum Beruf anfragen oder anfordern, dort auch noch den einen oder anderen Verstärkungswagen eingeben zu müssen. Aber da bin ich einfach ein bisschen vertrauen, auch dass wir sie da nicht stehen lassen wollen, sondern da wollen wir schon unserem eigenen Anspruch gerecht werden, um dort besser zu werden. Das ist im Prinzip der gleiche Effekt, den wir schon seit einiger Zeit auf der auch nicht unumstrittenen Doppeltrationslinie 1 haben. Dort hatten wir früher auch eine Verstärkungslinie 1E, die war schwach nachgefragt, die 1 platzte aus allen Nähten durch die Verstetigung des Angebots auf der gleichen Fahrplanlage, haben wir dort eine deutliche Entzerrung herbeigeführt. Vielen Dank, Herr Möller. Wir machen weiter mit der nächsten Fragerunde. Herr Jannik Leibeling zur Linie 10 neu in Holzhausen. Ja, schönen guten Abend. Also das mit der Linie 10 hat sich, glaube ich, auch die Präsentation schon ein wenig erledigt. Da wurde die Taktzeit nochmal angesprochen. Deshalb möchte ich aber eine andere Frage reingeben, wenn das in Ordnung ist. Passt auch besser auf das, was wir gerade diskutiert haben. Und zwar geht es um das Angebot in der SVZ, also im Abendverkehr. Da die ganz konkrete Frage, ab wann beginnt die SVZ, diese Verkehrszeit künftig, 20 Uhr oder 21 Uhr? Und ist das auf allen Linien einheitlich? Weil wir haben im derzeitigen Netz sehr stark das Problem, dass unterschiedliche Linien zu unterschiedlichen Uhrzeiten die Taktwechsel haben, gerade was in den Abendverkehr reingeht, unter anderem auf der Linie 1. Und da würde ich mir wünschen, dass das künftig einheitlich ist, die Umstellung, und daran anschließend eigentlich die Frage, wann ist der erste Anschlussknoten am Königsplatz im künftigen Netz? Dankeschön. Dann bitte ich Frau Heide Weber, da geht es auch um den Bus 10. Ja, bitte. Es geht auch um die Linie 10 alt, derzeit. Es ist ja schon in den Abendstunden ganz schlecht. Also Theaterbesuch für Nicht-Autofahrer ist so gut wie unmöglich. Dann hätte ich eine Frage zum Anrufsammeltaxi in Zukunft. Es wird oft erwähnt, dass es für mobilitätseingeschränkte Menschen. Wie ist das, wenn man mit der Familie unterwegs ist? Müssen die anderen laufen? Ja, und am Wochenende ist es ja jetzt auch schon ganz schlecht. Man kann mit der Familie nicht in die Stadt fahren, zum Essen gehen. Der erste Bus wird um 13.15 Uhr ungefähr. Und wenn ich in Zukunft die neue 10 in 10 Minuten Takt fährt, warum wäre es nicht möglich, jeden zweiten oder dritten Bus durch die Eschebergstraße zu führen? Dann wäre ein großes Problem beseitigt. Vielen Dank.
Ja genau, ich bin es nochmal, und zwar die Linie 11 ist ja die heutige Linie 24 im Prinzip und die fährt ja heutzutage alle Viertelstunde morgens in der Hauptverkehrszeit. Die Linie 11 soll dann ja auf der kompletten Strecke alle halbe Stunde fahren und auf dem Teilstück Bahnbrücke Jungfernkopf alle Viertelstunde. Wie wird das denn dann zukünftig in der Hauptverkehrszeit aussehen? Gibt es da auf dem Abschnitt Deetz Bahnbrücke weiterhin auch einen 15-Minuten-Takt? Ja, und dann vielleicht daran noch anschließend, die Linie 10, also die heutige 18 und 19, fahren ja morgens schon im 7,5-Minuten-Takt. Wird es dann noch eine weitere Ausweitung geben, zum Beispiel auch im 5-Minuten-Takt, oder belässt man das bei einem 10-Minuten-Takt auch morgen früh auf einem 7,5-Minuten-Takt morgens auf der zukünftigen 10? Mhm. Dankeschön. Wer möchte beantworten? Also je später der Abend, desto komplexer die Fragestellung, man merkt es. Fangen wir mal vielleicht bei den Anschlusssituationen an. Üblicherweise ist es so, dass unsere SVZ beginnen soll ab etwa 20 Uhr. Es wurde eben angesprochen, dass wir im heutigen Linien jetzt auch schon keine auf allen Linien einheitliche Verkehrszeitensystematik haben. Wann ändern sich quasi die Takte? Das ist ein Thema, was wir sehr weit diskutiert haben, was aber auch tatsächlich in dem einen oder anderen Planwerk als ja, Sollzustand verschriftlicht ist. Wir haben in einigen Stadtteilen oder auf einigen Linien sind wir tatsächlich von einer Vereinheitlichung der Verkehrszeiten abgewichen. Zum einen ist es ganz einfach zu erklären, wir haben unser Angebot relativ dicht auch an die Nachfrage in den Stadtteilen ausgerichtet. Das heißt, es gibt nicht in jedem Stadtteil im Spätbereich die gleiche Nachfragewirkung. Das heißt, da gibt es durchaus den einen oder anderen Bruch bei der einen oder anderen Linie, weil Gleichmachen kostet tatsächlich da richtig viel Geld. Der Anspruch zu allen Zeiten, der gleiche Wegeketten mit gleichen, sage ich mal, Transparenz darzustellen, ist tatsächlich ziemlich teuer. Das heißt, wir haben dort an dem Angebot uns austariert und dort die Situation ausgelotet. Das sieht man bei der einen oder anderen Linie, unter anderem auch bei der Linie, die im Spätbereich nach dem jetzigen Linienentwurf zur Ehrenshofer Straße fahren wird. Dort werden wir bis etwa 21 Uhr noch zwei Linien führen und nach 21 Uhr abweichen zu anderen Linien setzen oder in anderen Linien dort das Angebot erst dann reduzieren. Das heißt, daran justiert sich aus. Es gibt verschiedene Fragen tatsächlich, die ich gar nicht so aus der Hüfte oder ohne meine ganzen Unterlagen hier zu blöd beantworten kann. Ich gucke mal ein bisschen Hilfe suchen zu meinen Kollegen drüber, gerade was die Buslinie 10 anbelangt, und würde den Herrn Borgwart bitten, da eventuell zu parieren, sodass die nicht umsonst mitgekommen sind. Genau, also es kam eine Frage zum Thema An- und Sammeltaxi, Nutzung durch Familien. Grundsätzlich ist es so, dass Sie auch heute schon bei der Anmeldung eines Fahrwunsches auch angeben können oder sollten, mit wie vielen Personen Sie unterwegs sind. Und wenn Sie mit einer Gruppe oder einer Familie unterwegs sind, sagen wir mal mit 7 oder 8 Personen und das bei der Bestellung angeben, dann wird das beauftragte Taxiunternehmen dafür sorgen, dass dann entweder ein Kleinbus zur Verfügung gestellt wird als Anrufnahmetaxi oder dass jedenfalls auch zwei Fahrzeuge dann an der Haltestelle erscheinen, um die zu befördern. Ja, wir haben Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Taxiunternehmen. Es geht über die Mitnahme von Mobilitätshilfen, also es gibt ja nicht nur Rollatoren. Beispiel, aber man kann auch als Rollstuhlfahrer tatsächlich mit uns fahren. Es gibt dort allerdings über den WLAN-Beirat abgestimmte, auch längere Vorlaufzeiten zum Teil. Es gibt ein Taxiunternehmen, was sich auf die Mitnahme von Rollstühlen spezialisiert hat hier in der Stadt Kassel. Allerdings ist das dann tatsächlich nicht mit 15 oder 30 Minuten Vorlauf zu bewerkstelligen, sondern mit etwas größerem Anforderung. Kann ich Ihnen das im Detail gar nicht. Also ich sag mal, wenn Sie einen Fahrtwunsch haben am Nachmittag, dann werden Sie wahrscheinlich bis zum Mittag den Fahrtwunsch äußern müssen, weil die Anzahl der Fahrzeuge tatsächlich dort limitiert wird.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist es so, wenn Sie bei den, wenn Sie Ihr Taxi, also eine Sammeltaxilinie hätten, dort ist ja ein Fahrplan hinterlegt, wenn Sie mit dem normalen Sammeltaxi unterwegs sind und jetzt keine Mobilitätshilfe im Sinne eines Rollstuhls dabei haben, gelten dort auch die Normen. Ja, aber vielleicht können Sie das nachher direkt klären, sonst gibt das jetzt ein Zwiegespräch und das wäre für die anderen sicherlich nicht in Ordnung. Ich glaube Ihnen das ja. Aber vielleicht gibt es dann nochmal irgendwo eine Information für solche Fragestellungen. Herr Dr. Eger. Gehen Sie davon aus, dass es nicht der Regelfall sein wird, dass Sie dann stundenlang im Wartezimmer warten müssen? Es kann natürlich sein, dass es mal im Einzelfall ist, alles völlig ungenügend ist. Aber der Regelfall ist, dass wir versuchen, diese Möglichkeit zu gut, dann kamen noch Fragen zur Taktung in der Hauptverkehrszeit auf der Linie 11 und auch auf der Linie 10. So dass wir an beiden Linien, auch zum Beispiel wenn wir an der Linie 11 mehrere Schulstandorte haben, das heißt, dann werden wir dafür Sorge tragen, dass zumindest im Schülerverkehr dann die entsprechenden Kapazitäten durch die entsprechende Taktung auch bereitgestellt werden. Wie das jetzt dann genau ausgestaltet wird, das ist ein 8-Minuten-Takt mal ist oder ein 10-Minuten-Takt, das hängt von den möglichen Kapazitäten. Vielen Dank. Dann, okay, die 10 mit der Eschebergstraße war noch offen, höre ich gerade. Ja, das Thema Eschebergstraße ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden. Unsere Philosophie ist dort eine Vereinheitlichung der Linienführung auf der Ahnertalstraße und eine Ergänzung, eine ergänzende Flächenerschließung durch Anruf-Sammeltaxis, die wir für Nachfrage gerecht. Das Anruf-Sammeltaxi ist auch am Wochenende vorgesehen, zwar mit etwas eingeschränkten Bedienungszeiten, aber Sie könnten das auch am Samstag und Sonntag verordnen. Gut, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Frage von Herrn Fabian Salzmann zu den Linien 12 und 13 zur Vertaktung. Diese hohen Detailfragen, und zwar die 12 und 13 haben ja auch relativ lange Abschnitt den gleichen Linienweg, haben aber durch den Nachwuchsverwandten Süd- bzw. Fehlerplatz recht unterschiedliche Fahrzeiten. Mikro sprechen. Ungefähr 5 Minuten Unterschied. Wird das dann trotzdem ein reiner 15-Minuten-Takt oder wird das beispielsweise ein 10, 20 oder 12, 17-Minuten-Takt? Ja, genau. Und ich glaube, ich mache einfach mal gleich weiter, und zwar zum Beiwagenbetrieb. Wie wird das in Oberzwerin aussehen? Gibt es dort, nicht Beiwagenbetrieb, sondern Übergang von Linien auf andere Linien? Es war ja mal vorgesehen, in einem Übergangsnetz, dass es an Oberzwerin Mitte einen Übergang zum Beispiel von der 3 auf die 5 hieß es damals, weil die 6 nach Hornertal fahren sollte, geben soll. Wird es das geben oder kommt das eher nicht? Und auf welcher Linie auf der Frankfurter Straße werden die Beiwagen eingesetzt? Auf beiden Linien oder nur auf einer, fahren Sie nach Baunatal oder fahren Sie nicht nach Baunatal? Das war es auch schon eigentlich. Und eins noch, und zwar nach 20 Uhr, wie sieht das auf der Linie 6 aus? Im Internet findet man da diese Farblinien, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf den Kastellinien. Da stehen dann bei der Linie 6 in der Stunde 20 einzelne Fahrten. Sieht das dann aus, dass es dann ein Halbstundentakt oder 15 Minuten? Ich höre gerade von Herrn Dr. Ebert, dass es Sinn macht, dass Sie das hinterher im Dialog klären, weil das vielleicht zu spezielle Fragen sind. Oder betrifft es noch mehrere Interessenten hier im Raum? Das war doch sehr interessant jetzt zu wissen. Gut, dann bitte ich dann nachher die Frage zu beantworten. Frau Juliane Markowski zur Linie 12 und zum Anruf Sammeltaxi. Und zwar ist es so, dass ich 4 Kinder habe. Ich zahle also momentan noch 150 Euro für die Fahrkarten. Ich tue das gerne. Der Umwelt zuliebe. Wir haben einen Weg von 4 Kilometer zur Grundschule und zum Kindergarten. Fahren jetzt direkt mit der Linie 12 durch. Und wenn die Reform durchgeht, müssen wir dafür zweimal umsteigen. Was sich für mich nicht mehr rentiert. Aus zeitlichen Gründen, aus Stressgründen mit 3 kleinen Kindern.
Und auch meine Kinder kann ich nicht mehr alleine zur Schule schicken. Und ich weiß auch, dass mehrere Kindergärten und auch ihre freie Schule betroffen ist, die mit der Linie 12 zum Schwimmbad fahren regelmäßig, was sie nicht mehr machen können, was ich sehr unsozial finde. Also es wird auch dort massiv eingestrichen werden für die Kinder, die sich eventuell privat das auch nicht leisten können, die bis jetzt mit dem Kindergarten gefahren sind. Und ich wollte gerne wissen, ob das eventuell auch mit bedacht wurde bei Ihren Plänen. Das vermute ich auch. Und meine zweite Frage wäre zum Ast, wie Sie sich das vorstellen mit Kindern und Kinderwagen. Muss ich ab jetzt immer drei Kindersitze mit mir rumtragen, um meine Kinder damit befördern zu können? Oder kommt mein Kind mit dem Kinderwagen in den Kofferraum oder müssen wir jetzt laufen? Das würde ich gerne wissen. Danke. Vielen Dank. Wenn Herr Burkhard Holstein auch noch zur Linie 12 Tischbeinstraße. Schließt sich daran an, wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja die Haltestellen Kurt-Kersten-Platz und Philosophenweg eigentlich nicht mehr bedient. Habe ich das richtig verstanden? Kann ja ganz schnell beantworten. Ja. Wie fährt denn, da fährt jetzt die 10 durch? Wir reden von der Tischbeinstraße. Ne? Tischbeinstraße. Künftiger Linienentwurf, das war die Stadtteillinie 25 im Ortsteil Wedheim. Ja. Die bindet auf der einen Seite am Kirchweg an. Ja. Und auf der anderen Seite wird sie geführt runter zur Frankfurter Straße und dann zum Aue-Stadion, aber man kann den ganzen Ring in beide Richtungen fahren. Also ich fahre zum Aue-Stadion runter und steige dann die Straßenbahn mit in die Innenstadt. Nein, nein, haben Sie falsch verstanden. Und zwar... Ja, er fährt durch die Tischbeinstraße, die Buslinie 25. Und dann die alte Strecke zum Weinberg und so weiter? Nein, nicht die alte Strecke zum Weinberg. Er verbindet die nach unserem Planungsentwurf die Haltestelle Weinberg auch an. Dort müsste dann tatsächlich der Umstieg in die Straßenbahn erfolgen, um in die Innenstadt zu kommen. Es gibt aber, um Ihre Ansinnen vielleicht vorwegzugreifen, aus dem Ortsbeiratsbeschluss Wehlheiden das Ansinnen, ob man die Linie 25, diese neue Stadtteillinie, nicht gegebenenfalls bis in den Innenstadtbereich, wir reden da vom Rathaus, Rathaus- und Fensterstraße, weiterführen könnte. Dies prüfen wir gemeinsam mit den entsprechenden Stellen und Ämtern der Stadt Kassel, um dort eine Wendefahrt einrichten zu können. Das Ergebnis kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil ich selbst noch nicht kenne. Also, mir geht es nämlich nur um die Effizienz und ich weiß, dass die Linie sehr effizient ist, weil die Busse immer voll sind. Ja, dann kommen wir jetzt zur Beantwortung der Frage, die Frau Juliane Markowski mit ihren Kindern gestellt hat. Wer beantwortet das? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar haben wir die natürlich bei allen unseren Sitzungen gestellt bekommen. Unser Ansinnen ist es nicht, dass sie künftig vom ÖPNV ausgesperrt würden. Ich habe nicht richtig wahrnehmen können, wie oft sie denn dann künftig in den letzten Entwurf einen Anrufsabotaxi nutzen müssten. Üblicherweise ist es so, wie der Herr Borgwart eben gesagt hat, bei der Bestellung eines Anrufsammeltaxis, eines Bedarfsverkehrs, sollten Sie möglichst genau und spezifisch angeben, was Sie benötigen, also wie viele Leute sind wir, wie alt sind wir, benötigen wir irgendwelche spezielle Sitzhilfen, Sitzschalen, Kindersitze. Diese Frage haben wir häufig gestellt bekommen. Bis dato sind uns eigentlich keine Fälle bekannt, wo es bei dem Transport oder bei der Beförderung von Eltern und Kindern Taxiunternehmen haben grundsätzlich höchstens Sitzerhöhung und keine Kindersitze, schon gar nicht Babyschalen. Das ist nicht korrekt. Das ist korrekt. Dann müssen wir. Ich nutze das persönlich auch häufiger mit Kindersitzen und ich kann als normales Taxi, nicht als Anrufsammeltaxi, wir haben Kindersitze dabei, die eben geeignet sind. Und wenn Sie vorher sagen, was Sie genau brauchen, können Sie das auch nicht. Gut, dann bitte ich jetzt die Frage von Herrn Fabian Salzmann. Das war die Detailfrage. Nein, er winkt ab. Gut, er macht das nachher. In Ordnung. Dankeschön. Dann habe ich jetzt die Frage von Frau Roswitha Hilgenberg zur Linie 12 nach Wehlheiden und den Linien 25 und 27. Ist sie noch da? Ist nicht mehr da. Dann können wir das nicht mehr klären. Herr Jürgen Vöckel hat auch eine Frage zum Lindenberg und der Linie 25. Ja, wir kommen jetzt langsam in Kassler Osten. Die Linie 25, bis heute noch über den Lindenberg fährt, wird künftig ganz entfallen und wird ersetzt durch die Linie 35, die von den Felden her kommt oder soll ersetzt werden und durch ein Sammeltaxi, was im zweiten Entwurf nachgeschoben werden soll. Ich habe mich jetzt mal
habe mir jetzt mal den Magistratsbeschluss angeguckt und die Unterlagen, die Grundlagen. Das heißt also, wenn das so bleibt, wie es bisher in dem Magistratsbeschluss steht, fährt werktags vor 6.42 Uhr kein Bus mehr vom Lindenberg runter zu der Haltestelle am Lindenberg, zu der Straßenbahnhaltestelle 4 und 8. Und auch abends ab 21.12 Uhr fährt ebenfalls nichts mehr runter. Am Samstag vor 9.12 Uhr fährt nichts runter zur Haltestelle Lindenberg und nach 18 Uhr ebenfalls nichts. Also ich will nur darauf aufmerksam machen, auch auf dem Lindenberg gibt es Leute, die Frühschicht haben, die arbeiten müssen und auch samstags arbeiten müssen. Also die müssen vielleicht um 6 Uhr schon in der Arbeit sein. Die Linie 25 fährt jetzt um 5 Uhr das erste Mal und dann würde das bedeuten, dass diese Leute künftig keinen ÖPNV mehr nutzen können, um an die Arbeit zu kommen, sondern mit ihrem eigenen Auto in die Stadt fahren müssen oder wo sie auch hinfahren. Am Sonntag ist nur das Anrufsammeltaxi da, das fährt dann von 13 bis 18 Uhr, wo man dann noch zu der Haltestelle kommen kann. Und alles andere vor 13 Uhr, nach 18 Uhr ist dann auch nichts mehr möglich. Und Rückzug, wenn man von der Haltestelle Lindenberg hochfährt, ist es mehr oder weniger ähnlich. Ich will das jetzt ganz kurz machen hier. Sie kennen die Zeiten sicherlich besser als ich. Es wird aufgefallen sein, dass ich bisher noch nicht die Seniorenwohnanlage erwähnt habe. Die Seniorenwohnanlage war ja immer die Begründung für irgendwas. Ich will das ausnahmsweise hier mal nicht machen. Ich will mal auf die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf viele Leute hinweisen, die ansonsten auch in Lindenberg wohnen. Das sind 3.500 bis 4.000 Einwohner dieser Stadt, die nicht nur alle im Rentenalter sind, die auch an ihre Arbeitsplätze kommen müssen und die natürlich auch am Wochenende ein bisschen Freizeit, vielleicht auch später als 18 Uhr aus der Stadt kommen und dann wieder auf den Lindenberg hochfahren wollen. Und deswegen denke ich, wenn man all das berücksichtigt, der Lindenberg ist nach dem jetzigen Magistratsbeschluss abgehangen von der Anbindung, weitgehend von der Anbindung an die Stadt. Das kann eigentlich so nicht bleiben und deswegen frage ich eigentlich nicht den Magistrat, sondern fordere den Magistrat bzw. die Stadtverordnetenversammlung auf, dies so nicht zu beschließen, sondern da auf dringende Verbesserungen erstmal hinzuarbeiten. Dann gibt es noch eine Frage von Frau Jutta Bonnermann. Ist sie noch da? Ja. Soll ich die Frage vorlesen oder wollen Sie sie noch mal stellen? Bitte. Ich bin Jutta Bonnermann, Ortsbeirat Südstadt und wir hatten eben schon ein ähnliches Problem. Es geht um die alte Linie 12, die durch die tischfreie Straße über den Weinberg Rathaus sofort in die Innenstadt gefahren ist. Das heißt, man war in 3 Stationen da, konnte das Kurzstreckenticket nehmen. Jetzt muss man die 25 nehmen. Laut dem Plan soll dann am Weinberg umgestiegen werden. Das heißt, es muss umgestiegen werden. Das heißt, der 61 kommt man nicht mehr in die Stadt, sondern muss ein volles Ticket nehmen. Und die Frage ist, wo soll denn dann die Haltestelle, die neue Haltestelle der Linie 25 sein, wenn am Weinberg umgestiegen werden soll? Denn die 25 liegt ja rechts in die Frankfurter Straße ein und die Haltestelle liegt links. Können Sie es gerne schon tun? Es waren zwar erst 2 Fragen, aber gerne machen Sie es. Ja, das sind ja auch nicht einfach. So ist das. Zum einen zu der Frage, vielleicht beginne bei der Frage von Herrn Töckel bezüglich der Erschließung und der Taktanbindung und der Bedienungszeiten mit der Buslinie 35, die wir mit einem anderen Linienweg in Gemeinschaft mit dem NVV dort vorsehen würden. Ich bin so ein bisschen überrascht über die Frage, weil wir bei der letzten Auswahlsitzung in der Seniorenwohnanlage dort den modifizierten Fahrplan der Buslinie 35, wenn denn dieses Netz zum Zuge käme, und aus den Bedienungszeitfenstern vorgestellt haben. Das heißt, das erfährt natürlich eine Anpassung und endet nicht mit den Zeiten, die wir es heute haben. Das Thema wurde dort vorgestellt, weil es auch im Vorfeld relativ große Irritationen genau auf die Fragestellung von Herrn Töckel gegeben hat. Bei dem anderen Thema, wie fährt man denn den Weinberg an, wenn man aus der Tischbeinstraße kommt?
Da muss man tatsächlich erstmal vielleicht aus Ihrer Sicht ein bisschen Fantasie aufbringen. Die Tischbeinstraße fahren wir heute mit der Linie 12. Die Linie 12 fährt in die Haltestelle an Weinberg an. So würde auch diese Omnibuslinie 25 in die Haltestelle Weinberg reingeführt werden. Sie würden von dem Bus umsteigen, auf dem gleichen Bahnsteig ihre Fahrt mit dem Schienenverkehr fortsetzen Richtung Innenstadt. Und diese Buslinie 25 würde nach unserem letzten Abstimmungsstand, da gibt es natürlich auch noch Feinheiten zu klären in der operativen Umsetzung, einen Turn machen und dann quasi wieder Richtung Aue-Stadion fahren. Es gab entsprechende Ortstermine. Das bedarf tatsächlich ein wenig Fantasie, aber so würden wir es lösen wollen. Und ist das mit dem Fortstreckenticket? Das ist tatsächlich ein Thema, wo Sie ein anderes Ticket nach jetzigem Tarifstand nutzen müssen. Das stimmt. Das ist doch ein bisschen teuer. Für drei Stationen. Das macht man dann nicht mehr. Dann ist es auch. Denn Sie haben ja eben meine Ausführungen zu den Wünschen einiger Bürger und aus dem Ortsbeirat Wehlheiden gehört. Da das Ergebnis offen ist, ob wir diese Linie vielleicht doch in die Innenstadt hineinführen, würde ich das erstmal damit beantworten. Dann bitte ich Herrn Jens Peters mit zwei Fragen ans Mikro. Ja, schönen guten Abend. Erstmal vielen Dank, dass Sie so lange durchhören. Und ich bin auf der Marbachshöhe ansässig im Hotel und wir haben die Linie 4 jetzt und wir haben einen Tausch mit der Linie 3. Und dort ist einmal für mich die Frage des Umstiegs meiner Gäste, die jetzt direkt zur Stadthalle fahren. Wie lange werden Umstiegszeiten jetzt, weil die müssen ja tauschen jetzt von der 4 in die 3. Und wir sind ja auch Partner der KVG, wir haben das City-Ticket, das heißt, unsere Gäste nutzen das gerne. Ja, wir wollen ja, dass die Leute nicht mit dem Auto anreisen zum einen, aber auch nicht mit dem Auto fahren. Und bis dato kann man von der Anna-Straße, das heißt, das Kasternachtleben mit 2.21 Uhr, noch mit der 4 direkt zu uns kommen. Jetzt ist die Frage, wenn dann die 3 fährt, Umstieg Willemshöhe, ist da noch was gegeben? Und das andere, meine Frage war ein anderes Thema. Ich habe auch Kinder in der Montessori-Schule. Und uns treibt schon immer um, warum es keine direkte Verbindung vielleicht mit sogenannten Einrückern gibt. Die fangen alle morgens um 8 an, die hören alle um 3 auf. Praktisch über die, also von Bahnhof Willemshöhe oder Endhaltestelle 1, Park Willemshöhe, zur Montessori, weil die alle eben über die Alleshausen fahren müssen. Das gleiche gilt auf der anderen Seite für die Waldorfschule und das BG. Und wenn ich immer sehe, wie viele Mütter da parken, um ihre Kinder abzuholen, ich glaube, da sind noch ein paar Monatskarten fällig, die dann sozusagen zur Einnahme kommen. Vielen Dank, Herr Peters. Herr Böhmer, wir machen diese beiden Fragen jetzt zusammen, dann kommen noch zwei, dann sind wir fertig. Okay, ich beginne mit der letzten Frage, die Sie gestellt haben, Anbindung Montessori-Schule. Da ist tatsächlich früher mein E-Wagen gefahren. Der ist in der Mangelung von Fahrgästen am Ende tatsächlich eingestellt worden. Und das war eigentlich schon die Frage. Die paar Schüler, die da drin sitzen, in einem großen Bus, die müssen tatsächlich den Weg über die andere Relation nehmen. Vielleicht auch nicht so komfortabel. Das zu dem Thema. Was die Anbindung Ihres Hotels anbelangt an die Partymeile an der Anna-Straße oder an die Innenstadt, bei den Takten, die wir haben und sagen wir, bei den Anschlussrelationen sehen wir da eigentlich keine große Gefahr, dass Ihre Gäste jetzt Ihnen flüchtig würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja schön, dass Sie so partymütig sind. Gut, da ist die Frage. Ich würde Sie, also ich muss jetzt wieder hier in Bühl, ich würde, wenn Sie gleich noch einmal kurz nach vorne kommen wollen, dann könnten wir es vielleicht ein bisschen detaillierter machen. Prima, dann kann das auch im Detail geklärt werden, das finde ich sehr gut, vielen Dank. Dann habe ich noch zwei Fragen, das sind die beiden letzten Fragen mit den grünen Kärtchen und die kommen beide von Herrn Jannik Leibelin. Sind die noch da? Gut. War die noch nicht vollumfänglich beantwortet, Herr Vöckel? Dann bitte stellen Sie die noch am Mikro. Danke.
Also das Einzige, was der Herr Möller gesagt hat, ist das, was er jetzt vor einem Jahr schon erzählt hat. Das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu wenig und deswegen möchte ich meinen Appell an die Stadtverordneten aufrechterhalten. Denn, wie gesagt, er hat es mir vor einem Jahr so erzählt, wie er es jetzt auch gesagt hat. Aber wenn das ein Jahr her erzählt ist, auch in dem neuen Entwurf stehen können, dann hätte der Magistrat das auch schon so beschließen können. Deswegen hatte ich extra gesagt, ich habe mich auf das bezogen, was der Magistrat beschlossen hat. Und da steht das, was der Möller gesagt hat, nicht drin. Wer möchte dazu noch etwas sagen? Kann ich nichts sagen. Das ist der Stand vom letzten Jahr. Vielleicht ist es tatsächlich ein Mangel in der Magistratsvorlage, dass die ausgeweiteten Bedienungszeiten der Linie 35 nicht drinstehen. Dann ist uns das tatsächlich das Besondere. Das lässt sich aber möglicherweise in der Kommunikation noch heilen aus meiner Sicht. Vielen Dank. Dann wäre das ein guter Weg, wenn das entsprechend in Kommunikation noch geklärt werden könnte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Stadtbaurat Nolder, bei Herrn Stadtkämmerer Geselle, bei Herrn Dr. Ebert, bei Herrn Möller, bei den Kollegen der KVG, bei Herrn Reier. Vielen Dank, dass Sie hier waren, um die einzelnen Fragen zu beantworten. Ich bedanke mich auch bei Frau Welz und bei unserem Sicherheitsherren von der Firma Rotec. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben, dass wir fair miteinander umgehen konnten und ich hoffe, dass doch einige Ihrer Fragen beantwortet werden konnten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg und damit hat die zweite Bürgerversammlung, die wir innerhalb von 30 Jahren in dieser Form abgehalten haben, jetzt ihr Ende gefunden. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.